14 Kugeln. Da der Rochen jetzt gezähmt ist, würde ich ihn gerne in Rennform bringen. Willst du ihn durch einen schwierigeren Parcours reiten? Na klaro. Okay, viel Glück. Ja, das sieht zum ersten Mal ein Gepard unter Wasser. Schwierigkeit 3 Sterne. Hier habe ich öfter versagt, weil man sieht einfach den Typen nicht mehr. Das Seepferdchen. Ich nenne das Seepferdchen den Typen. Und dann passieren solche Sachen. Bloß die Kameraansicht ist manchmal recht bösartig. So, komm. Ja, nein! Ich, oh, wilder Ritt, was? Seht ihr, so ist das. Na sicher! Okay. Viel Glück, danke. So, jetzt muss ich mich mal wieder konzentrieren. So, ja, tut mir leid, dass ich so schweigsam bin, aber Konzentration ist wichtig, sonst müssen wir die Mission 50.000 Mal wiederholen. Na gut, so oft sicher nicht. Selbe Stelle. Wilder Ritt, was? Ja, sicher. Danke. So, jetzt denkt bitte dran. Dort ist eine fiese Stelle. Dort musst du aufpassen. Na klar, jetzt war ich sicher nicht voll im Ring. Ich war nicht im Ring. Wilder Ritt, was? Okay, anscheinend bin ich ein bisschen unfähig. Yay. Ah, ich werde wahrscheinlich dieses Level noch machen, dann beende ich noch die Aufnahme für heute. Und mache dann was anderes. Wie zum Beispiel... ja, keine Ahnung, ich mache dann was anderes. So, kein Problem für uns. Jetzt kommt's. Fiese Stelle. So, geschafft. 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 Nein, kurz vorm Ende. Ach, kurz vorm Ende schaffe ich es nicht. Mann, bin ich... Ich bin halt einfach unfähig anscheinend. Ja, bin zwar noch nicht gestorben. Diesen Spiel zu sterben ist wirklich schwer. Zumindest in den ersteren Levels. Na, ist das voll einfach. Nee, seriously. Na komm, das schaffe ich doch. Mein Gott. Na, geht doch. Unglaublich. Du hast echt Talent. Ich könnte einen Partner wie dich brauchen. Du kannst auch die Kugel aus der anderen Flosse haben. Ach ja. Nee, ich mag Jäger und ich mag Jägers Stimme. Keine Ahnung, die passt so wirklich zu Jäger. Okay, Vergnügungsritt. Nein, danke. Gehen wir noch die letzte Mission machen. Hallo, du Seepferdchenkönig. Die Wasserwerker haben 6 meiner Kinder entführt und sie oben in den Zahlentürmen versteckt. Ich habe etwas Sprengstoff besorgt, um die Türen der Türme zu sprengen. Okay. Und was willst du dann von mir? Wenn du die Spitze der 6 nummerierten Türme erreichen kannst, sind meine Kinder gerettet. Spitzen der Türme erreichen. Türme öffnen sich der Reihe nach. Also, wir müssen jetzt hier Kinderretter spielen. Die Mission ist nicht so einfach. Also am Anfang schon, aber später nicht. Weil es gibt einige sehr fiese Stellen. So, wo war jetzt Turm Nummer 2? Der da nicht war. Habe ich da einen Edelstein gesehen? Ah, ein Edelstein! Oh, das war der letzte Edelstein. Sehr schön. Gut, müssen wir uns um die Edelsteine keine Sorgen machen. So, Turm Nummer 2 wäre auch erledigt. Geht doch flott voran. Sehr schön. Ich liebe es einfach unter Wasser zu schwimmen. Das ist total das Genialste, was es in Spyro-Spielen gibt. Nebst den Flugpassagen und so weiter und so fort.
Also nicht Fluglevel, sondern einfach Flugpassagen. Yay! So, Turm Nummer 3. Hier ist nur eine Krabbe das Problem. Wo liegt denn bitte schon das Problem in einer Krabbe? Krebs. Nein, es ist ein Krebs, nicht Krabbe. Krebs. Es sind Krebse. 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 Ein Krebs. Ein Krebs. Ein Krebs. Es tut mir leid, aber manchmal muss ich einfach so einen Unsinn machen. Was? Turm Nummer 5. Wo ist denn Turm Nummer 4? Ich habe jetzt nicht hingeschaut. Ich war so beschäftigt, damit Krebs zu sagen. Ha, Mann. Turm Nummer 3. Ach, da ist er ja. Da ist der Ekelhafte. Wir haben es geschafft. Turm Nummer 4 wäre auch geschafft. Yay! Turm Nummer 5. Das ist aber cooler Sprengstoff, wenn er die Tür einfach von innen nach außen sprengt. Ne? Ja. Fragezeichen. 3 Punkte. Ha, hör auf mich zu zappen. Mein Gott. So fängt der Stuss jetzt. Nee, noch nicht. Istanbul Turm 6. So. Turm 5 wäre geschafft. Seht ihr, das ist keine Herausforderung. Das verdient nicht mal die 4 Sternchen. Tschüss, du Krebs. Ich mache es mir zur Aufgabe, alle von, ja, alle diese Viecher kaputt zu machen. So, Turm 6 muss dann. Na, wieso gehe ich nicht so oft heute? Ich habe mich doch ausgeschlafen. Mein Gott. Ja, das habe ich. Ich bin ausgeschlafen. Armes, mit Geld spricht man, damit man rein kann. Aber wir haben hier alles schon geklärt. Keine Metallhalle mehr. Keine Gefahr mehr. Wir können hier einfach nur durchschwimmen. Und wir hören schon. Ganz viel Elektro. Schockszeug. Oh nee, das ist das Zeug. Man muss einfach nur nicht so schnell und nicht zu langsam schwimmen. Oh, ja, geschafft. Und wir wurden nur einmal in allen 6 Türmen getroffen. Finde ich gut. Du hast es geschafft. Jetzt können wir in Frieden weiterschwimmen. Ich habe gehört, dass du Kugeln sammelst. Nimm diese hier. Hast du etwa noch mehr Kugeln? Nein? Gut. Das ist auch so ein komischen Wolf. Aquaria geschafft! Yay! So, hiermit wieder Aquaria geschafft. Obwohl. Wie viel Uhr ist es denn? Noch 12. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich mache heute einfach ganze Welt hier fertig. Weil ich Bock drauf habe, deshalb. Und tschüss, Aquaria, auf nimmer Wiedersehen. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oh, wir haben 12.042 Edelsteine. Sehr schön. Yeah. Finde ich sehr schön. So. Schnell ein Schaf. Kaputt machen. So. Nein, wir wollen nicht hier hin. Wir wollen jetzt das Level da machen. Und dann machen wir noch das Flugzeug und dann machen wir den Boss und dann beenden wir die Aufnahme für heute. So. Schätze insgesamt so viel. Ankunft in Sonnenschein.